Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute beschäftigen wir uns hier mal mit den Abgängen und Zugängen von Borussia Mönchengladbach für die Bundesliga-Saison 2020-21. Jetzt fangen wir auch direkt an mit den bereits sicheren Abgängen. Da haben wir zum einen Strobel. Der wird sicher ablösefrei zu Augsburg wechseln. Das Ganze ist schon fix. Das heißt, den Defensiv-Allrounder, den werden sie leider im nächsten Jahr verlieren. Ein weiterer Abgang ist Johnson. Auch er geht ablösefrei. Bei ihm ist allerdings noch nicht klar, zu welchem Verein er sich nächste Saison begeben wird. Außerdem bereits sicher weg ist Raphael. Wirklich, muss man sagen, eine Art Legende in der Bundesliga. Beendet seine Karriere noch nicht. Ist auch noch aktuell ablösefrei, ist aber auch noch nicht ganz sicher, wo er spielen wird. Also da muss man auch noch abwarten. Dann kommen wir jetzt zu eventuellen Abgängen. Das hier ist natürlich alles Spekulation. Man kann nicht genau sagen, ob diese Spieler wirklich wechseln werden. Der erste und wohl auch der größte Name auf der Liste ist Dennis Zakaria. Man weiß nicht so genau. Es gibt Gerüchte, dass er bleiben will noch eine Saison. Es gibt Gerüchte, dass Manchester City an ihm dran sein soll. Man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn Manchester City wirklich an ihm dran sein sollte, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache, sowohl für Zakaria als auch für Manchester City, als aber auch für Gladbach, wenn sie eine vernünftige Ablöse bekommen. Aktuell ist sein Marktwert bei 40 Millionen. Man muss mal gucken, wie viel Manchester City da bietet. Also unter 50 würde ich Zakaria auf jeden Fall nicht verkaufen. Der Typ ist wirklich ein richtig starker Spieler, aber man muss natürlich mal abwarten, wenn wirklich eine große Mannschaft da 40 Millionen wirklich mehr drauflegt, also 50, 60 Millionen, dann muss man ihn, glaube ich, verkaufen. Ein weiterer Spieler, der eventuell gehen könnte, ist Traoré. Ich sehe einfach nicht, wie der noch eine Zukunft bei Gladbach haben soll. Letzte Saison hat er wirklich richtig wenig Spiele gemacht. Und dementsprechend, gerade auch wenn man jetzt später zu den Transfers kommt, die wir uns anschauen werden, sieht man einfach, dass Traoré in diesem Kader nicht unbedingt noch eine Zukunft hat. Jetzt kommen wir noch zu zwei sehr spekulativen Spielern. Zum einen Elvedi und zum anderen Ginter. Das ist einfach die Sache, die sind absolute Stammspieler bei Gladbach, haben eine richtig gute Entwicklung hingelegt, gerade Elvedi könnte den nächsten Schritt gehen, aber beide können sich auch vorstellen, bei Gladbach zu bleiben. Das Ding ist nur, der Vertrag läuft halt 2021 aus. Das heißt, wenn Gladbach noch einmal Geld machen will mit ihnen, dann wäre jetzt der Sommer so ziemlich die letzte Möglichkeit, um nochmal richtig Geld zu machen. Dementsprechend denke ich halt, dass Gladbach entweder in diesem Sommer die Verträge mit beiden verlängern wird oder sich halt jetzt in diesem Sommer von den beiden trennen muss oder halt zumindest von einem, dass beide gehen, das wäre schon sehr, sehr hart für Gladbach, glaube ich auch eher nicht. Aber man muss halt mal gucken, die Verträge müssten halt verlängert werden oder man muss sie in diesem Sommer abgeben, weil ablösefrei glaube ich nicht, dass Gladbach sich das leisten kann, gerade zu Corona-Zeiten wäre das schon ein sehr, sehr herber Verlust, wenn beide wirklich ablösefrei gehen sollten. Dann kommen wir jetzt zu den sicheren Zugängen. Das sind noch nicht ganz so viele. Der bekannteste, der schon bei ihnen ist, ist sicherlich Wolf. Der wurde ja von Leipzig ausgeliehen. Sie haben sich auch noch eine Kaufoption gesichert. Das heißt, Wolf kommt jetzt erstmal für ein Jahr auf Leihbasis nach Gladbach. Und ich denke, das ist ein richtig guter Move für ihn. Da wird er jetzt wieder vereint mit seinem alten Trainer, mit dem er ja auch schon in Salzburg zusammengespielt hat. Und wie er selber schon sagt in seinem Interview, wird er auch das erste Mal mit einem Traditionsverein zusammenspielen. Also auch für ihn mal eine neue Sache. Fand ich sehr lustig, sein Interview. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann gibt es noch zwei weitere Spieler, die sind keine wirklichen Neuzugänge, die sind aber von Laien zurückgekehrt. Und zwar zum einen Laszlo Benes, der ist wieder zurückgekommen, der war an Kiel ausgeliehen, ist jetzt aber zurück in Gladbach. Und auch Beyer ist wieder da, der ist vom HSV zurückgekommen. Muss man mal abwarten. Beide Spieler könnten, denke ich, auch noch verleiht werden. Da ist noch nicht so ganz sicher, was mit denen passiert. Eine Laie steht auf jeden Fall im Raum. Aber sie könnten sicherlich auch Gladbach weiterhelfen, gerade Laszlo Benes ist ja wirklich ein richtig guter Spieler, der könnte auf jeden Fall auch auf Perspektive bei Gladbach den Durchbruch schaffen. Jetzt kommen wir dann zur spannendsten Rubrik und zwar den eventuellen Zugängen. Also die Kategorie, wo wir ein paar Spieler einfach mal behandeln, die möglicherweise den Schritt zu Gladbach gehen könnten. Der erste Spieler, der da auf jeden Fall genannt werden sollte, ist Saar. Den kennen wahrscheinlich viele, der wurde auch schon im letzten Jahr mit Gladbach in Verbindung gebracht und auch jetzt steht er mit wirklich sehr, sehr vielen Bundesligisten in Verbindung, um nur ein paar zu nennen, eben Gladbach, Frankfurt soll da auch noch mit drin sein, also da sind auf jeden Fall ein paar Bundesligisten, die auch richtig gut sind, dran. Das Geniale an ihm gerade ist, dass er ablösefrei ist. Im letzten Jahr hätte Gladbach da noch richtig Ablöse zahlen müssen. Jetzt ist er ablösefrei, das heißt, man kann dann richtig guten Innenverteidiger bekommen. Und ich glaube auch, dass das für Gladbach eine Position ist, wo sie nochmal nachlegen sollten.
jetzt mal unabhängig davon, ob Ginter oder Elvedi jetzt gehen, ich gehe aber davon aus, dass sie bleiben, ist es schon sinnvoll, einfach noch einen weiteren Innenverteidiger zu haben. Gerade beim Spielsystem von Gladbach braucht man da einfach ein paar. Und nach Elvedi und Ginter wird es halt dann leider auch ein bisschen eng. Janschke, Doucouré, da weiß man halt nicht so genau, was die noch leisten können. Deswegen ist, denke ich, Saar auf jeden Fall ein richtig guter Spieler, der Gladbach auf jeden Fall weiterhelfen könnte. Ein weiterer Spieler, der auch schon mit Gladbach in Verbindung gebracht wurde, ist Linden Meiner von Hannover 96. Auch er wird mit richtig vielen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Also Gladbach soll dran sein, Wolfsburg soll dran sein. Da sind auf jeden Fall auch wieder ein paar Vereine dran. Auch Linden Meiner, ein Riesentalent. Hat bei Hannover auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Ding ist halt aber, er ist bei Hannover auch so das herausragende Objekt für alle Vereine. Das heißt, er hat halt viele Begierden oder viele wollen ihn. Hannover will ihn natürlich nicht loswerden und die wollen halt eine entsprechende Ablösesumme. Das Ding ist halt, Linden Meiner hat einen Wert von 9 Millionen. Wolfsburg soll wohl so 5 Millionen bieten, was ich schon ein bisschen sehr wenig finde. Und Hannover will halt einen zweistelligen Millionenbereich für ihn auf jeden Fall. Und das dürfte halt in Corona-Zeiten für Gladbach schon ein bisschen Geld sein. Aber ich denke, für Linden Meiner kann Gladbach das auf jeden Fall ausgeben. Gerade auf den Flügeln können sie, denke ich, meiner Meinung nach einen gebrauchen. Da haben sie nicht so viel Auswahl. Haben halt die Auswahl zwischen Hermann, Traoré und Hofmann. Das ist halt, sag ich mal, das ist nicht schlecht, aber das ist auch noch nicht so super gut. Und ich glaube, Linden Meiner, ein junger Mann, würde da auf jeden Fall noch weiterhelfen. Ein weiteres Flügeltalent, was mit Gladbach in Verbindung gebracht wurde, ist Pedri. Der Junge wurde beim FC Barcelona ausgebildet und ist auch noch beim FC Barcelona unter Vertrag. Aktueller Marktwert liegt ungefähr bei 7,2 Millionen. Ich glaube, wenn man ihn verpflichten wollen würde, müsste man da schon eine gute Summe hinlegen. Dementsprechend, das ist eher nichts für Gladbach, aber eine Laie steht da im Raum. Und ich denke, so ein junger Mann, wieder ein gutes Talent, den man ausbilden kann auf Leihbasis. Denke ich, das ist für Pedri ein guter Deal, in der Bundesliga bei Gladbach Einsatzzeit zu sammeln. Es ist für Barcelona eine gute Sache, dass man ein junges Talent, was sich bei ihm noch nicht so wirklich durchsetzen kann, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist nicht so einfach, sich auf dem Flügel beim Barcelona durchzusetzen. Also Fati hat es so halb geschafft, aber das ist halt dann so eine Sache, wenn da jetzt noch ein Junger kommt, dürfte es etwas schwer werden. Deswegen wäre eine Laie für ihn auf jeden Fall die richtige Sache und ich denke, Gladbach ist da auf jeden Fall eine richtig gute Station, wo er den nächsten Schritt gehen kann. Und der letzte Spieler, den ich noch mit Gladbach in Verbindung bringen würde, ich weiß nicht, ob er das schon mal wurde, ich finde es aber relativ interessant, allerdings auch, glaube ich, eher nur, wenn Zakaria wirklich verkauft werden sollte, ist Grujic. Ja, der ist ja aktuell an Hertha ausgeliehen, ich glaube, jetzt die zweite oder dritte Saison bei Hertha ausgeliehen und hat da wirklich solide Leistungen gezeigt, wird jetzt allerdings zurückkehren zu Liverpool. Ich glaube halt aber nicht, dass er sich bei Liverpool durchsetzen wird. Und da werden auf jeden Fall Vereine, die Europa League spielen, die Champions League spielen, anfragen, um Grujic zu verpflichten, weil er wirklich bei Hertha gezeigt hat, dass er ein richtig solider Mittelfeldspieler ist. Man muss mal gucken, Atletico war da ja auch mal im Handel, dass Grujic dahin gehen könnte. Das wäre natürlich etwas schwierig für Gladbach, sich da dann durchzusetzen, außer er will unbedingt in Deutschland bleiben. Aber ich denke, Grujic wäre auf jeden Fall, naja, kein wirklicher Ersatz für Zakaria, das muss man schon sagen. Ich sehe Zakaria da schon noch ein paar Stufen über Grujic, aber er ist auf jeden Fall ein richtig guter Mann und ich denke, er könnte Gladbach auf jeden Fall weiterhelfen. Das war's jetzt auch mit meiner sozusagen Prognose zu den Verkäufen und Käufen von Gladbach. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Spieler ihr noch gerne bei Gladbach sehen wollen würdet oder welche Spieler ihr bei Gladbach unbedingt verkaufen würdet. Und dann würde ich auch sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir auch gerne ein Like und ein Abo dalassen, denn dann sehen wir uns hier das nächste Mal einfach wieder in der Fußballzentrale.